Herzlich willkommen zum Best of Harry Metal Podcast 2013. Wir haben einen neuen Schädel bekommen 2013. Manni hat in dem Jahr sein Büsumwetter gefeiert, während Jörg Michael die Hosen runterließ. Viel Spaß! Check-in, Drive-in. Check-in, Drive-in, ja. Funktioniert. Ja. Hab sich echt erschreckt. Das darf übrigens nur ich mit dem Auto in den Check-in fahren. Schönes Wochenende. Ebenso. Pete! Ich hab dir was mitgebracht. Was hast du mir mitgebracht? Eine kleine Überraschung. Nein, ich Ja! Master of Infrastructure Update. Oh, das habe ich noch. Das habe ich dir mal geschenkt. Ja, das hast du mir mal geschenkt. Wahnsinn. Hat er, glaube ich, in meiner Gegenwart noch nie angehabt. Was geht ab, Fridjof? Och. Wieso seid ihr denn schon heute da und wieso sagt mir keiner Bescheid? Weil wir noch ein bisschen unsere Ruhe arbeiten vor dir. Manfred, wie geht's dir? Wunderbar geht's mir heute. Das finde ich gut. Das ist das Modernste, was auf dem Markt gibt. Von Sungsam. Da kann man das Wetter vorhersagen. Dieses Jahr nur Sonnenschein, kein Regen. Der Slogan muss geändert werden. Schein, Schein, Schein. Was soll ich mit helfen? Ja, das kannst du nicht, ne? Ich bin ja für körperliche Arbeit nicht so gemacht. Okay. Ich bin mehr so der kognitive Typ. Da hat der liebe Gott einen Fehler gemacht mit dir. Fehlkonstruktion. Das löscht du doch sowieso wieder hier. Aber endlich habe ich dir mal die passende Antwort gegeben. Das habe ich noch nie gemacht. Hast du aber lange dran geübt, oder? 4 Jahre jetzt. 11 Stunden Sonnenschein. Büsumwetter. Das Niedrigwasser um 14 Uhr. Da kann man Bütt fetten. Was kann man da fetten? Bütt. Bütt? Ich erkläre dir nichts mehr. Das ist mir zu doof, wenn der das nicht weiß. Ne? Das sind flache Fische, wie auch so heißen. Denn? Die heißen ja nicht Bütt, die heißen ja Butt. Butt heißen die. Buttje, Buttje in de See. Meine Schude Ilse Bill, wenn ich sowas irgendwo will. Matje, Matje, Timpete fehlt noch. Ja, das auch noch. Er ja, kennt das doch ganz genau. Der Arsch. Das ist hier, er will mich nur verarschen. Nein! Doch! Nein, 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 nein! Sag doch nicht, du weißt nicht, was Büttpetten ist. Wir haben ja Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen und deswegen aus dem Munde eines Fachmanns. Kannst du das doch erklären. Das Wetter wird besser, wie schon gesagt. Das wird jeden Tag besser. Das finde ich gut. Es kann nicht schlechter werden. Hast du dein Handy heute schon befragt? Nein. Ich verloren. Wie, das hast du verloren? Ja. Du kannst doch nicht das Wetterhandy verlieren. Wie schon gesagt, das wird jeden Tag besser. Dies, erklär mal, wo ist dein Wasserplan? Da, Mann. Hier ist der Wasserplan. Ja, das ist das Leitungsnetz. So, die blauen Punkte sind die Hydranten. Das sind viele. Wie viele sind das? 22, würde ich mal sagen. 2009, 2010 wurde dieses Leitungsnetz geschaffen. Und seitdem betreiben wir das. Macht das heute immer noch Sinn, dass die Hydranten an den Positionen stehen? Größtenteils ja. Das wurde ja aufgrund jahrelanger Erfahrung und Bedürfnisse entwickelt. Und wir haben das System mittlerweile erweitert. Wir sind jetzt bei 36 Hydranten. Ui, habe ich was nicht mitbekommen? Du warst immer dabei. 36? Ja. Ach ja, das war ja auch schon ganz schön lange her, als wir da vor dieser Planwand standen. Eben, wurde dann ein bisschen angepasst an die veränderten Verhältnisse. Aber vom Grund ist das immer noch super. Da haben wir also sozusagen ein eigenes Wassernetz hier im Boden? Richtig. Es wird temporär angeschlossen an die Hauptleitung, die hier an der Norderstraße lang läuft. Wird hier angeschlossen und dann ist das alles unter Wasser. Das ist unsere Hochdruckpumpe. Die beliefert hier über 20 Hydranten mit Frischwasser. Und von da aus wird das Wasser dann weiter verteilt an die entsprechenden Verbraucher. Genau. Da fährt mein Wetterbericht. Sauerei. Was ist hier eine Sauerei? Ja, damit ich nicht recht behalte und die Sonne scheint, regnen Sie jetzt hier künstlich. Guck dir das an, die Scheiße. Künstlicher Regen, damit meine Wetterprognose nicht stimmt. Ich gebe jetzt keine Wetterprognosen mehr ab, wenn das so sabotiert wird. Das war das letzte Mal. Was bringt Frank denn da? Wo findet man eigentlich so geile Künstler? Also so Künstler, die solche Skulpturen herstellen und sich ausdenken.
verschiedene. Wir haben ja immer wieder Leute gefunden, die gerade die Kieler hier, Giganten aus Stahl, die ja viel gemacht haben für uns oder immer noch viel machen für uns ja auch. Die sind natürlich super. Was ist, das sind die Doro und Lemmy und. Genau, die Geschichten, die wirklich hochwertig auch gemacht werden aus Stahl. Geil gemacht, eben auch wirklich ein kleinste Detail, alles bis zu den Schnürsenkel praktisch aus Stahl gemacht werden. Also schon fett und haben natürlich auch andere eben auch, die eben gerade aus dem Mittelalterbereich eben viele Sachen machen bei uns ja auch mit Dumme Reveal und seinem Team. Und ja, immer welche hängen geblieben hier, die uns das angeboten haben oder eben Bock haben mitzumachen. Und ja, oder wir haben ja selbst immer natürlich auch Festival gewesen, Glastonbury war ich gewesen, habe mir ein paar Sachen angeguckt, die haben dann auch dafür Sachen gewonnen eben auch. Und so guckt man eben Augen auf und dann, was passt denn eben, einsammeln. Großbaustelle Strom. Das habe ich immer sehr, sehr, sehr zu schätzen gewusst, wie anstrengend diese Arbeit war, diese unfassbar langen, schweren Kupferkabel da einzuziehen. Ja, das sind mehrere Tonnen, ne? Du machst das ja immer einfach. Bisschen Film bei Stageco, bisschen Film bei Elektro und dann bist du schon wieder raus. Was machst du eigentlich den ganzen Tag hier, Harry? Ich guck den anderen Leuten bei der Arbeit zu. Ja, und macht Spaß? Sensationell. Ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen. Hast du das gemacht? Habe ich doch gut gemacht, oder nicht? Da werde ich gerade gemobbt, wie so oft. Nee. Doch, das gibt's hier nicht. Brauchst du noch eine Wasserwaage? Da bist du echt pingelig. Fast gerade. Aber da kannst du auch noch dran arbeiten. Fast gerade. So. Die Strafe folgte dann auf dem Fuß. Das Schild hängt, du wirst begeistert sein. Gerade. Sowas von. Ja, was ist das denn da? Das Schild mir gerade auch. Hallo? Wer hat das Schild da hingehängt? Ich werde gemobbt. Das ist ja unfassbar. Moin, Dies, ich werde gemobbt. Hast du das mitgekriegt? Ja, finde ich schlimm. Ja, ich kenne das. Und das du bist aber ja schon Mitarbeiter des Tages geworden gestern. Ja. Nee, vorgestern. Vorgestern war Wolf. Hier wird jeder was. Jeder kann was werden. Die Frage ist, ob es gut ist. Wenn du das schaffst, jetzt nach 3 Tagen, dieses Schild, mein Büroschild, gerade aufzuhängen, kannst du vielleicht Mitarbeiter des Tages werden. Fuck, das Schild. Und dann auch noch die Belehrung. Ich bin Mitarbeiter des Tages. Ich werde doch nicht gemobbt. Nein. Oh, da bin ich jetzt aber stolz. Ich bin Mitarbeiter des Tages. Du bist der Fresser des Tages hier. Isst unsere Süßigkeiten auf. Nein, du bist nicht. Hier kannst du wieder haben. Beide, ne? Ich teile alles. Nimm's. Das ist aber auch. Sind wir wieder Freunde? Nein. Ich brauche einen Wettervorhersagemann, Phil. Ja, aber ich habe im Moment keine Zeit für sowas. Ich muss mir eine schöne Frau hier dafür suchen. Sieht alles so lecker aus. Schmeckt das denn auch? Ja. Ja, es schmeckt. Und wenn es schmeckt, dann bleibt das Wetter auch so schön. Du musst gucken, ob die Teller leer essen. Wenn da viel drauf bleibt, dann wird das Wetter schlechter. Wir haben ein spezielles Einsatzfahrzeug in diesem Jahr für dich, damit du hier überall von A nach B und ruckzuck und zickzack und so. Hier steht ein Einsatzfahrzeug. Einsatzbereit. Vollgetankt, gewaschen, schick dekoriert, beklebt, damit du das auch alles zwischen den vielen Fahrzeugen wiederfindest. Ja, ist schon klar. Kannst du da hinten Bett drin? Weißt du, was der früher war? Bademeister? Kampfschwimmer. Ja, ja. Deswegen war er ja auch Bademeister in Schönefilm Luisenbad gewesen. Ach, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass er an der Ostsee Kampfschwimmer war. Hast du außer Bett und Sitzheizung noch einen besonderen Wunsch, den wir dir erfüllen können? Kühlschrank. Hat er. Schiebeanlage. Hat er. Thomas hatte ja unglaublich viel Spaß dran, an solchen Dingen wie das Auto zu dekorieren. Und es hat ihn diebisch gefreut, wenn er damit seinen Lieblings-Gerhard so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Genau, die haben sich beiden ja sehr gut vertragen, sehr gut befreundet ja auch gewesen her über die Jahre. Und haben sich gegenseitig ja immer anzuzeichen mit solchen Themen geärgert oder bespaßt, sag ich mal. Und ja, das war immer ganz spannend mit den beiden. Wie viel 1000 Liter ballert ihr da durch? Wir können auf dieser Leitung 10.000 Liter durchballern in einer Stunde. Ui. 10 Kubikmeter, das ist eine ganz schöne Menge, ne? Das ist viel. Ja, die brauchen wir aber auch. Zum Zähneputzen? Zähneputzen, für unten rum, oben rum. Ja. Was man so braucht auf oben, ja. Heiß. Uah. Hallo. In St. Peter waren 29 Grad bei Schlechtwetter. Geil. Und morgen? Und das Wasser ist 37. Morgen? Morgen 48 Grad soll das werden morgen. Stein, was hast du da? Ich hab was für dich. Du hast was für mich? Ja, weil ich hatte ja einen Rechtschreibfehler oder Tippfehler in den letzten Mitarbeiter des Tages. Und weil du ja immer hier so schön unseren Podcast machst, habe ich dir ein eigenes Fehlchen gemacht.
war. Pro nobis causa Master auf Podcast? Ja. Steffen! Mitarbeiter aller Tage. Das Wichtigste auf dieser Baustelle ist... Eierschöcke. Unter der dicken Eiche. Ja, logisch. Samstag. 15 Uhr. Hallo, Mike! Mensch, Harry! Musst du dich so verstecken von mir? Wir haben morgen einen Spezialjob, wir beiden. Hab ich gehört. Wir holen den Shuttle. Wir holen den Shuttle. Das wird lustig. Das ist das Schädelportal. Da wird der neue Schädel dran montiert. Der Schädeltruck rollt gerade ein. Wir werden jetzt den Schädel abholen. Guten Morgen. Morgen. Ich bin einsatzbereit. Da bin ich. Einsteigen. So, nächste links. Hast du mich gesehen? Wie geil ist das denn? Wir möchten einen Schädel abholen. Das ist übrigens Fides Schwager. Der Schädel? Nee, nicht der Schädel, der Typ, der da eben saß. Gewesen. Ja, immer noch. Also gewesen, weil wir ihn ja gerade gesehen haben. Achso, alles klar. Guck mal, ich körperliche Arbeit, ich kann doch was. Ja, dicker Schädel. Guck mal, und das ist doch ganz schön lang, das Ding. Wie lang ist der Trailer? 13,65. Und fast ausgefüllt. Also insgesamt Schädelhöhe mindestens. Da war hinten Luft und vorne stand eine Kiste. Doch immer das letzte Wort, ne? Ja, ja. Habe ich wohl ein Tier. Man muss sich ja auch mal Zeit nehmen für ein nettes Pläuschen. Oder? Ja. Ja. Das muss man. Kollege. Habe ich schon erwähnt, dass wir hier jetzt in 12, 13, 14 Meter Höhe sind? Was macht ihr beiden eigentlich da oben? Ja, was machen wir eigentlich da oben? Ey, cool. Was machen wir eigentlich da oben? Wir wollten uns mal zeigen, dass wir auch noch hochgehen. Genau. Ah, da fehlt ein Hubseil. An dem Tower fehlt ein Hubseil. Aber wenn du mit oben warst, weil sind wir auch nur aus Sicherheitsgründen mit hochgegangen. Das war 2013. Das war die Rammsteinbühne. Ah, ja. Vielleicht braucht ihr das da gar nicht. Nee, dann hatten wir den Zusatztower drin. Weil das ist eine Off-Gebohrte. Genau, die Bühne hat eine gewisse Kapazität, was an Last aufnehmen kann, an Licht, Licht. Und bei Rammstein war das ja unglaublich viel mehr, was sie startermäßig gar nicht hätte gekonnt. Und da hat die Konstruktionsabteilung in die Trickkiste gegriffen und hat die sozusagen aufgebohrt, wie man das immer am GTI halt so macht. Gepimpt! Getuned, gepimpt, genau. Aufgebohrt. Und dann wurden einfach ein, zwei Tower mehr reingestellt in die Reihe, damit wir halt mehr Brücken einbauen konnten im Dach, um halt mehr Dachlast zu schaffen, damit das ganze Licht von Rammstein reinpassen konnte. Weil sonst hätten wir eine komplett andere Bühne nehmen müssen, die hätte aber das ganze Wackenkonzept gesprengt, weil dann die andere Bühne, die wir hätten nehmen müssen, gar nicht dahin gepasst hätte. Okay. Und da wurde die Ursprungsbühne von Wacken einfach nur gepimpt. Und deswegen auch ohne Hubseil. Und deswegen, weil da an der Stelle fährt das davon selber mit. Und ich denke, Jimmy und Gerd waren mit oben, weil es halt so viele Tower waren. Und wir oben gucken wollten, dass wir beim Einfädeln alle sechs auf einmal treffen. Das Wahrzeichen des Wackengruppens war unser erster Schädel, der alte Schädel. Hat einen neuen Platz gefunden, steht jetzt oben auf dem Wackenjahr. Geht aber jetzt noch uralt werden. Wie versprochen, heute ist Samstag. Es ist 15 Uhr und jetzt gibt's Eierschöcke. Ah, Eierschöcke, wir haben kein Messer. Ich hab ein Messer, hallo. Ich liebe Eierschöcke. Bitte schön. Irgendwo ist immer der Haken, das muss man sich vor Augen halten. Die Dortmunder, ne? Was willst du? Ja, was willst du erwarten? Der kommt südlich der Elbe. Ja. Ne? Weg. Pass Dortmund, Gelb-Schwarz, TSV Wacken. Wo treibt man solche Typen wie Jörg Michael auf? Also, und das ist ja nicht geplant. Der stellt sich plötzlich hin und zieht die Hose runter. Ja, Jörg Michael ist speziell. Ich kenne dich auch schon ewig und so weiter. Auch ein alter Kumpel inzwischen ja von uns ja auch und so. Und als ich mal erst mal ein Business-Treffen mit ihm hatte, da wollte er ja, war mich eingeladen in der Kneipe noch mit ein, zwei Kumpels. Und da wollte er ja den großen Macker machen, ne, weil er ja immer so gerne Macker ja auch macht. Ist er ja
üben dann ja nur mal richtig einen Trinken jetzt hier. Und ich lasse mal schön mal Jägermeister abfüllen. Gut, das damals war ja schon über 20 Jahre her, wo Jägermeister mein Getränk war. Jetzt nicht mehr. Damals jemals und hat natürlich nicht funktioniert. Da haben wir ihn praktisch mehr oder weniger herausgetragen. Hatte ich in dem Zusammenhang erwähnt, dass Jörg Michael damals Trommler war bei Stratovarius? Ja, ist ja Schlagzeuger eigentlich. Hat aber was Ordentliches gelernt. Nein, ist nicht schlimm. Also, habe ich akzeptiert, habe ich trotzdem genommen, dass er bei uns arbeiten durfte. Eben hat seinen Test nicht bestanden, aber war okay dann eben auch. Wir lieben dich. Danke für die Podcast. Danke für die Podcast. Was gibt's denn zu gewinnen? Ein Bier kannst du gewinnen. Oder einen Schnaps. Ich glaube, das sind die Gewinne. Auf Wasser? Nee, Wasser, nee, das ist eher ein Verlustgeschäft. Sorry, Metal! Where do you come from? From Colombia. From Colombia, yes. Welcome. Thank you, man. Das muss man sich mal vorstellen, da kommt einer aus Kolumbien und er kennt einen. Das ist unglaublich, das ist surreal. Das Gleiche gilt für die Damen und Herren aus Baden-Württemberg. Aus Baden-Württemberg, yeah! Okay. Chile. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz soll ich langsamer sprechen. Nein, ist okay. Wir haben ja Respekt vor jedem Künstler. Wir haben auch Respekt gehabt, dass Heino hier war mit Rammstein, obwohl wir es auch nicht zu geil fanden, eben auch. Ihr konntet aber wir gehen mit jedem, egal welche Musik, wir gehen mit jedem Künstler dementsprechend um, auch haben für jeden Künstler Respekt. Und das soll auch dementsprechend. Auch ja, sollten eigentlich alle tun. Das muss man vielleicht auch noch mal klarstellen. Das war auch nicht eure Idee 2013, dass Heino hier auftritt. Der wurde mitgebracht von Rammstein. Ja, also wir, also das Management und wir waren eigentlich dagegen. Wir haben gesagt, es geht nach hinten los, nachher medial. Und Rammstein wollte es unbedingt, weil man natürlich auch Respekt vor haben musste. Aber wie gesagt, es stand natürlich nächsten Tag in der Bildzeitung nicht Rammstein Fackel Wacken ab, sondern Heino Rock Wacken. Braucht kein Mensch. Die Schlagzeile. Eben. Aber es war super mit Rammstein, war eine coole Geschichte eben auch. Die waren da selbst angeflasht, hatten nie das erwartet. Und wer die Show von Rammstein kennt, weiß, dass eigentlich die ja eben komplett durchgetaktet ist. Da gibt es auch keine Ansagen, die nicht außer der Reihe sind. Aber die haben zwischendurch ja die Show mal unterbrochen, um nochmal eine Ansage zu geben, wie geil sie es finden mit den Fans und was hier so passiert und so weiter. Und die haben ganz andere Erwartungshaltung gehabt. Wir hatten danach hatten wir auch nochmal einen Brief von denen bekommen, eben was die so geil waren, fanden, wie bescheiden. Und toll, das Festival auch aufgebaut ist eben auch und wie herzlich die Menschen alle waren, eben von den Fans, eben über unsere Crew und so weiter, über unser Team. Finden wir es natürlich toll und das hat man selten. Ein Jahr mit fantastischem Wetter, einem neuen Schädel und Rammstein. Das war 2013. Weiter geht's mit dem Best of 2014. Ich freue mich auf euch. Frühstück von Killepitch. Damit kann man auch einen Zaun streichen wahrscheinlich oder ein Tor in Rost, ein altes Eisenhorn. Das geht alles. Ich kann sogar Generator mit betanken. Ich habe gerade einen Flyer gesehen und gelesen, da steht dein Name drauf. Metalheads gegen Blutkrebs. Erzähl mal, was ist da los? Ja, wir haben seit Februar mit unserer Tochter die Nachricht gekriegt, dass sie einen Spender braucht, Knochenmarkspender.